Hallo zusammen, willkommen zu Dimension Ralf. Ralf bin ich. Also eigentlich heiße ich Herzblitzer, Ralfonus Elvis Maria Kaspers, aber für meine Freunde bin ich Ralf. Aber war ich schon immer Ralf und werde ich auch in Zukunft Ralf sein? Ich kannte mal jemanden, der behauptet hat, Menschen ändern sich nie, können sie gar nicht. Du bist, wie du bist. Ihr ahnt es vielleicht. Das Video wäre sehr schnell zu Ende, wenn folgende Frage so einfach zu beantworten wäre. Kann ich ein anderer Mensch werden? Hätten wir uns schon in meiner Schulzeit gekannt, ich glaube, ihr hättet niemals erwartet, mich vor einer Kamera zu sehen. Ich war eher der ruhige und unauffällige Typ. Zitat aus meinem 5. Klasse-Zeugnis: Meistens merkt man nicht, dass Ralf anwesend ist, aber wenn er sich mal meldet, sind seine Beiträge sehr wertvoll. Ich hätte von mir selbst niemals erwartet, dass ich mal einen Beruf haben würde, bei dem es relativ wichtig ist, dass man ständig redet und aus sich herausgehen kann, also eher extravertiert als introvertiert ist. Vielleicht kann sich die Persönlichkeit ja doch ändern. Nur, was ist überhaupt Persönlichkeit? Und wie fest und unveränderbar oder wabbelig und formbar ist sie? Sigmund Freud war davon überzeugt, dass unsere Persönlichkeit feststeht, wenn wir ungefähr 5 sind. Und dass sie sich danach nicht mehr ändert. Oder zumindest nicht mehr viel ändert. Andere, wie William James, haben die Theorie vertreten, dass es ein bisschen länger dauert, nämlich bis wir 30 sind. Inzwischen gibt es dazu genug Forschung, dass wir wissen, stimmt beides nicht. Die Persönlichkeit ist kein Betongemisch, das irgendwann fest wird. Nicht mit 5 und nicht mit 30. Denn unsere Persönlichkeit ist ein Ozean. Auf Englisch Ocean. Die Anfangsbuchstaben ergeben sich aus den Wörtern Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Auf Deutsch Offenheit. Für Erfahrungen. Dazu gehört auch Toleranz, wenn mal was anders ist als das Gewohnte. Oder auch Freude an neuen Ideen. Gewissenhaftigkeit, das ist alles, was mit Impulskontrolle zu tun hat. Also, ob ich es auch mal schaffe, einen Plan zu Ende zu bringen. Und auch, wie ordentlich oder wie schlampig ich das mache. Extraversion, das ist die Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Verträglichkeit, also wie gehe ich mit Streitsituationen um? Kritisiere ich gern andere? Bin ich sehr nachtragend und so weiter? Und emotionale Stabilität, also habe ich oft Stimmungsschwankungen? Schreie ich unter Stress direkt rum und so weiter? Und ja, OGEVIS ist nicht so ein schönes Akronym wie OCEAN. Aber hey, man kann nicht alles haben. Das sind die Big 5, also die großen 5 Schubladen, in die alle Persönlichkeitsmerkmale einsortiert werden. Das klingt alles sehr undurchdringbar, aber herauszufinden, welches Persönlichkeitsprofil ihr habt, ist gar nicht so schwierig. Der Big 5-Test besteht nur aus simplen Fragen, wie zum Beispiel, bist du nachtragend? Ja, nein, so mittel. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da könnt ihr herausfinden, wie sich eure Persönlichkeit auf die 5 Schubladen verteilt. Und wenn es euch interessiert, das hier ist mein Profil. Ja, ich kann sehr schnell gucken. Das gehört zu meinem Profil dazu. Dieses Big 5-Modell gibt es seit den 1980er Jahren. Es sieht erstmal ganz plausibel aus, hat aber auch so seine Probleme. Zum Beispiel, es wird in ganz vielen Studien ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass man allen Menschen überall auf der Welt die Testfragen genauso stellen kann wie in den USA und dass sie auch genauso verstanden werden wie in den USA. Oder es werden nur Menschen aus einem Land untersucht, die Ergebnisse aber auf die gesamte Weltbevölkerung übertragen. Auch wenn das ein wenig fragwürdig ist, werden seit über 40 Jahren nach diesem Big 5-Modell Persönlichkeiten erfasst. Und das, was da erfasst wird, lässt sich natürlich zum Vergleichen benutzen. Entweder mit anderen Menschen oder mit denselben Menschen ein paar Jahre später. Und das ist dann natürlich sehr interessant, vor allem im Hinblick auf die Frage dieses Videos. Inzwischen gibt es ältere Menschen, die schon als Kinder und Jugendliche bei ähnlichen Testfragen in den 1950ern mitgemacht haben. Und aus solchen Studien wissen wir, dass sich unsere Persönlichkeit tatsächlich ein Leben lang verändert. Das kennt ihr vielleicht von euch selbst, bei sowas wie der Offenheit, um diesen Teil der Persönlichkeit mal als Beispiel zu nehmen. Die Offenheit steht für neue Erfahrungen. Die steigt steil an bis zum 20. Geburtstag. Als Kind will man nur Nudeln ohne alles. Und später ist man dann eventuell auch mal bereit, sowas wie Rosenkohl zu probieren. Von 20 bis so ungefähr Mitte 50 bleibt die Offenheit ungefähr gleich. Danach lässt sie wieder nach.
Das ist natürlich nicht bei allen Menschen genau so, aber es lässt sich insgesamt schon sagen, unsere Persönlichkeit fließt nicht aus dem Betonmischer und wird dann irgendwann fest und starr. Vielmehr bleibt sie unser ganzes Leben lang formbar. Und das ergibt ja auch irgendwie Sinn, wenn ihr euch überlegt, wo unsere Persönlichkeit im Körper zu finden sein könnte und was dieses Organ so besonders macht. Ja, ihr ahnt es, unsere Persönlichkeit sitzt nicht im Knie, sondern etwas weiter oben. Also viel weiter oben, im Kopf. Genauer gesagt im Gehirn, das sich ja ständig verändert, weil die Neuronen immer wieder neue Verbindungsmuster bilden. Die lassen sich sichtbar machen. Und da liegt die Frage natürlich nahe, lässt sich die Persönlichkeit im Gehirn irgendwie ablesen? Also sehen die Gehirne von Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten auch unterschiedlich aus? Die Antwort scheint bisher nein zu sein, sagt zumindest eine Studie aus dem Jahr 2022. Bevor ich aber darüber rede, wie sich die Persönlichkeit verändert, kurz noch, wie kommt unsere Persönlichkeit überhaupt in unser Hirn rein? Kurz gesagt, ungefähr die Hälfte kommt über die Gene, der Rest über die Erfahrungen, die wir unser gesamtes Leben lang machen. Das schließt man daraus, wie sich Zwillingspaare entwickelt haben, die von Forschenden untersucht wurden. Wie sich aber genau unsere Erfahrungen in unserer Persönlichkeit niederschlagen, ist auch noch nicht zu 100% geklärt. Was wir aber wissen, Orte zum Beispiel haben auch einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit, wie der Arbeitsplatz. Wenn ich erfolgreich bin und mir die Arbeit Spaß macht, dann werde ich davon gewissenhafter, extravertierter und emotional stabiler. Und umgekehrt, wenn an meinem Arbeitsplatz alle miteinander streiten und die Firma beklauen, kann mich das weniger gewissenhaft und weniger emotional stabil machen. Also, wie wir uns ändern, da sind noch einige Fragezeichen. Ausrufezeichen allerdings bei, dass wir uns ändern. Das ist in Statistiken ganz gut erkennbar und natürlich auch an uns selbst. Es gibt ganz viele Ecken meiner Persönlichkeit, die etwas runder geworden sind. Und das liegt nicht am langsameren Stoffwechsel im Alter, vielen Dank. Ich meine zum Beispiel, dass ich ganz gut darin geworden bin, viele Sachen nicht mehr so persönlich zu nehmen wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Manche Merkmale meiner Persönlichkeit haben sich aber auch nicht verändert in den letzten 30 Jahren. Ich bin immer noch sehr gut darin, andere auf den Arm zu nehmen. Die Art, für die man nicht ins Gym muss. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr euch einschätzt. Kommentare. Eine ganz wichtige Frage ist bei all diesen möglichen und unmöglichen Veränderungen, kann ich das irgendwie steuern und meine Persönlichkeit absichtlich in die ein oder andere Richtung ändern? Die Forschung weiß darüber noch nicht so viel, weil sich damit bislang noch kaum jemand beschäftigt hat. Erstmal mussten noch grundsätzlichere Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, ob sich die Persönlichkeit überhaupt ändern lässt. Wenn ihr euch absichtlich verändern wollt, könnte das klappen, wenn drei Dinge zusammenkommen. Erstens, ihr müsst die Veränderung wollen. Zweitens, das muss euch machbar vorkommen. Dabei helfen simple Wenn-Dann-Regeln. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, ob ich was Neues ausprobieren möchte, dann sage ich ja. Und drittens muss daraus eine Gewohnheit werden. Denn, so die Idee dahinter, aus Gewohnheiten können sich Persönlichkeitseigenschaften bilden. Ob das alles stimmt und wie dauerhaft so eine Veränderung sein kann, ist aber noch nicht bekannt. Das Schöne ist, wir sind alle viel weniger fertig als vermutet. In jeder Beziehung. Das fällt mir auch immer wieder hier in den Kommentaren auf. Und das ist nur eine Hypothese von mir, aber wenn die Orte, an denen wir uns sehr oft aufhalten, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz, wenn diese Orte also unsere Persönlichkeit beeinflussen, dann machen das bestimmt auch Orte, an denen wir oft im Internet sind. Also, verbringt gern eure Zeit mit Dimension Ralf und den Kommentaren da. Scheint ganz gut für die Persönlichkeit zu sein. Wir sehen uns. Bis dann.